Ja, Basti, was geht so? Wie ist deine Base jetzt fertig oder was? Ja, ich bin ein bisschen am Expandieren, ne? Die Toskana geht ja weiter. Ich habe ja letztens eine Sache, ich sag dir ehrlich, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Pisa so westlich in Italien noch zu Toskana gehört. Und deswegen könnte man rein theoretisch das ganze gesamte Theme Toskana ja noch auf ein anderes sehr berühmtes Gebäude beziehen. Auf den schiefen Turm halt, ne? Ja, klar. Auf den schiefen. Und bin ein bisschen dabei, Weinberge, hier so ein bisschen so Weg, ein bisschen schön idyllisch und so. Ja. Ist ja Wahnsinn. Wie findest du die Mauer von Abu Goku? Die ist, Stimmt, seitdem haben wir uns nicht mehr gehört hier auf dem Server, ne? Ja, das war eine interessante Idee. Ich konnte es erst nicht so richtig einschätzen, ob das so ein Roleplay-Ding ist, wegen Rohat. Oder ob das halt, also anscheinend war das ja halt... Ich glaube, sein Plan war wirklich, damit was zu bewegen. Ja. Aber, ja... Hat jetzt nicht. Er wollte, also das war ja noch so im Raum, dass man noch so einen Graben davor macht. Dass man genau, aus Lava, damit die Mobs nicht reinkommen. Wie findest du mein Haus? Erinnert mich ein bisschen an so. Ja. Könnte auf einer SG-Map so sein. So ein bisschen so auf Server. Oh. Ja, findest du? Ja, aber cool. Also, das also ist gut, ja voll, ist gut, ne? Weil voll, es ja, ist ja voll so auf Bauteam, so voll Kompliment. Aber das ist halt so. Weil es ist so ein bisschen Gründerzeithaus, weißt du? So. Ich habe auch ein Gerichtssaal gebaut. Guck mal hier. Falls ist dann jetzt demnächst, weil wir haben. Ach ja, das hast du doch gar nicht mitbekommen, Basti, ne? Oh, ich fand die alte Tapete, die hier fand ich cool. Ich habe sie nicht überall reinbekommen, weil ich keinen Bock mehr hatte zu farmen. Das fand ich sehr, 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 sehr cool, unique. Ich finde das mit den Quarzpiller in Kombination sehr geil. Ja, ich habe aber keine Lust mehr gehabt. Ich muss dafür noch eine Farm bauen. Aber vielleicht ziehe ich nochmal eine doppelte Wand irgendwo rein. Mal gucken. Aber schau mal hier. Hier ist der Gerichts- und Dorfversammlungssaal, dachte ich. Den baue ich einfach in mein Haus. Hier kann man dann gemeinsam, ja, so Gerichtsverhandlungen halt abhalten, ne? Ja, und das ist etwas, was man sich in seinem Privatwohnheim mal so reinpackt. Genau, und jetzt komme ich ja zu dem Punkt quasi, weil ich habe das ja in Perspektive schon gebaut, in Antipation, dass ich ja mich zur Bürgermeisterwahl aufstelle, ne? Beziehungsweise, also du wirst dich ja sicherlich auch aufstellen lassen, oder? Ich muss mal gucken, ich habe davon noch nicht so viel mitbekommen. Genau, wir wollen eine Bürgermeisterwahl quasi abhalten und also das kann man jetzt auch, glaube ich, schon sagen. Gewünscht sind, dass also du halt Bürgermeister wirst, ne? Okay, ja. Glaube ich so und ich würde mich dann auch, wenn es für dich okay ist, zur rechten Hand dann erklären lassen, weißt du? Dann kann ich da so ein bisschen mithelfen. Ich habe irgendwo scheinbar noch nicht ganz das Vertrauen der Leute, dass es halt zum Bürgermeister für mich reicht. Ich meine, wann warst du das letzte Mal im Minecraft-Projekt Bürgermeister? Oh, ja, das Hast ist schon... Hast du da Referenzen? In Craft Attack tatsächlich habe ich das schon mal gemacht, ja. Ja, welches Craft Attack war das denn? Das müsste... Ja, heißt jetzt... Also, Craft Attack 8... Damals 2006. Ja, deshalb, also bin da ja auch jetzt ein bisschen eingerostet, sage ich mal. Und wird dann ja auch so eher so mit meinen Kompetenzen dir ja auch beratenderweise zur Seite stehen dann halt, ne? Ja. Und ich habe ja auch ein paar Minecraft-Skills, ne? Du willst also ein bisschen mein Handlanger sein. Ja, Handlanger ist klingt jetzt so abwertend, ne? Das ist mehr so Gehilfe, ja. Aber wie gesagt, das musst du ja dann irgendwann auch entscheiden halt, ne? Als Bürgermeister. Ja, fühlst du dich denn auch bereit da? Also, ich sag dir ehrlich, natürlich, man wird ja direkt da reingeboren mit Verantwortung. Mhm. Ich bin ja schon mein ganzes Leben mit sehr viel Verantwortung, sag ich mal, mehr oder weniger aufgewachsen. Ja. Ja, also ich sag mal ehrlich, mein Wunsch ist ja immer, den Leuten auch gerne zu helfen. Also von daher, ich kann mir das schon vorstellen, warum nicht? Dann sollten wir doch schon mal überlegen, dass wir vielleicht dann auch so ein bisschen, weil, also mit viel Macht, sagst du ja selber, kommt ja auch viel Verantwortung, ne? Ja. Und ich weiß nicht, also wie findest du denn die Idee, dass, sag ich mal, also dass man halt als Bürgermeister Game Mode bekommt, ist gut oder schlecht? Dass man darüber verwalten kann oder was? Genau. Kommt darauf an, was wir da halt dann so was halt gewünscht wird, wenn ich halt sagen soll, also wenn ich halt beispielsweise mit dem Game Mode auch teilweise Strafen durchführen soll. Man das muss man gucken. Aber eigentlich würde ich jetzt eher gegen Game Mode eigentlich mich aussprechen, weil es ehrlich gesagt eine gewisse Ebene durchbricht. Verstehe ich. Ja. Ja, bin ich auch voll dagegen. Finde ich auch scheiße. Genau. Guck mal, ich habe das Haus von Monte wieder aufgebaut. Hast du gesehen? Ja, ich bin am Vorbeilaufen, habe ich gesehen, dass da die Wände ein bisschen, dass die wieder hochgezogen sind. Ja, man musste da was machen, ne? Also im Endeffekt, ich meine, ich weiß nicht, ob der Mann nochmal wiederkommt. Ich habe das Gefühl, dass die alle jetzt Minecraft, glaube ich, fertig sind. Jetzt geht es aber darum, dass man denen so ein bisschen Motivation noch gibt, oder? Ja, also, I don't know, ich glaube, ganz vorbei noch nicht, aber... Marcel ist immer so, wenn der nichts zu tun hat, der läuft halt nur bei den Servern und guckt sich Sachen an, ne? Der macht halt den Ilsebach frei und so. Ich hatte das Gefühl, also, weil er auch so Offstream und so gezockt hatte, das stimmt. Halt gut, glaube ich. Aber auch lange nicht mehr gestreamt jetzt, ne? Ja. Ich überlege gerade, also kann man noch irgendwas gemeinsam machen? So den Warden in die Stadt holen oder sowas? Wäre doch voll funny. Ja, so als nächstes wäre halt auf der Agenda jetzt so gewesen, mal Totems zeigen, Menschen machen. Warden, ja. True, müssen wir eigentlich nochmal Ausflugsziel machen. Ganz große Gruppe und dann rein da. Medi baut richtig geil hinten, der baut Isengard. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, was mache ich jetzt mit Montes Haus? Was kann ich da noch machen? Es ist ja eigentlich schon immer noch sehr hässlich, ne? Es ist halt jetzt aus Stein. Ich habe es halt aus Stein gebaut, damit es sich mehr anzündet, weißt du?
Das ist clever. So, aber irgendwie so ganz geil ist es ja nicht, ne? Guck mal, hier unten ist es auch unfassbar viel kaputt gegangen bei dem, ne? Guck mal, weil das ja, ist hier, das ist so broken. Ich meine, jetzt so aus Stein, er hat halt so angefangen. Also dachte ich, okay, baue ich es halt so weiter, weißt du? Und jetzt ist auch der Stein, hat ein bisschen mehr Widerstand, das glaube ich ganz gut, damit das Ding nicht in die Luft fliegt. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist halt so viel kaputt hier unten einfach. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Findest du es cool so, ja? Ist okay. Ja, maybe lass ich es einfach so. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal fertig so. Mach den Keller hier noch ein bisschen und dann, kein Plan, dann wird das schon wieder passen. Mach maybe noch Chiseled Stone Bricks rein. Oh ja, true. Was für welche? Na, diese normal, die so noch den Rahmen und dann den Punkt in der Mitte haben. Oder meinst du die zerbrochenen oder ist das scheiße? Sieht das dann zu kacke aus? Kann man auch ein bisschen, aber guck dir mal Chiseled an. Ich glaube, ich habe sogar ganz viele davon noch. Warte mal. Und denkst du, dass du hier noch richtig loslegst? So baumäßig, also mit Toskana, dass du noch richtig nach vorne gehst? Ja, ich werde ab und zu hier noch ein bisschen was, werde ich hier nochmal bauen, aber ja, also, dass es jetzt hier nicht jetzt 6 Monate gehen wird, das war klar. Das war absehbar, voll. Kannst du eine Slotmaschine bauen? Nee, ne? Im Real Life? Nee, so in Minecraft. Ist das schwer? Ich glaube schon. Also ich weiß, dass Heiko das auch über ein Tutorial damals gemacht hatte. Ich kann mir aber vorstellen, wohin du damit gehen willst. Ja, so. Weil ich gerade überlege, guck mal, wenn ich jetzt schon sein Haus wieder aufbaue, maybe packe ich eine Slotmaschine noch unten rein, weißt du? Es ist halt so, es hat so ein bisschen was von Betreuung, kann man das so sagen? Weißt du, was ich meine? Weil dann hat der sowas zu tun, verstehst du? Man muss dem Mann ja einen Sinn geben. Ja, also stehe. Schwerter kreuzen wolltest du mit ihm aber jetzt nicht, ne? Nee, da sind wir jetzt nicht auf einen Nenner gekommen. Ich hab dich noch nie so buff gesehen. Es würde mich generell wundern, wenn du mich schon mal buff gesehen haben solltest. Ich war, sage ich mal so, es hat in meinem Kopf ein bisschen gerattert. Ich habe ein bisschen zu lange gebraucht, um eine stabile Antwort zu finden. Und das ist mir am Ende leider nicht gelungen. Es war ein Versagen meinerseits, das ist ja nicht selten schlimm. Vorkommt. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo. Willi, Glückwunsch, dass ihr gegen Köln so performt habt. Ja. Also Luca war angepisst, ne? Ich sag's dir. Ja, Digga, spiel auch mit einbeinigen. Würde dir sagen, ihr habt da komplett dominiert, ja? Nee, ich will nichts dazu sagen. Du saßt eh auf der Bank, oder? Ja, ich will einfach nichts dazu sagen. Alles klar. Es ist besser. Auch mal Abstand nehmen von dem Thema. Genug gearbeitet, jetzt mit Minecraft gespielt, ne? Willi ist der weiß, wie es läuft. Die wesentlichen Sachen. Ich wäre sehr gern vorbeigekommen, Willi, tatsächlich. Ach was, du bist doch krank. Ja, richtig, aber ich hätte so gerne gejubelt. Ich hätte auch noch ein Foto gefragt, tatsächlich. Wäre runtergelaufen? Bin ich direkt reingegangen. Tatsächlich, ganz kein Foto. Ich habe das... Ja. Ganze Haus von Monte repariert. Aha. Gut, oder? Ehrlich jetzt? Es kommt wieder neu? Ja, so größtenteils halt, ne? Ich bin gerade bei Basti, aber Basti, du hast noch nicht viel weiter. Doch, mit diesem italienischen Strand. Krass. Guck mal hinten raus aus der Toskana. Mal ein bisschen. Guck mal, jetzt geht's dir. Guck mal, Revi, Willi, können wir Hand in Hand. Mal so langsam die Weinberge entlang. Boah! Stück für Stück. Hier wird's geil, ne? Wie krass hast du das hier gemacht? Ja. Ajo. Guck dir Vita-Welt an, weißt du? Das hab ich gemacht. Ja, Bro, da müssen wir echt nochmal drüber reden auch, ne? Nein, über was willst du denn da diskutieren? Ja, es sieht halt nicht gut aus, leider, ne? Ja, mach's besser und dann können wir gucken. Sieht super aus. Wenn du nachts das Vita-Welt... Ey, Basti, riesen Respekt, ne? Sieht sehr sexy aus. Ja. Ist so viel besser als Revi. Hä, was soll das denn jetzt? Nein, das hat einer in meinen Chat geschrieben. Ach so, das hast du jetzt einfach so vorgelesen, weil es gerade da stand, ja? Ja, okay. Sorry, dass das bei Twitch so läuft. Alles gut. Schreibt einer, ist er auch. Ja, ey, das ist natürlich dann wieder... Nee, es ist halt, es könnte halt besser gemacht werden, sag ich, ne? Weil dieser Schriftzug da, der ist cool, aber wie das Terrain darum ist, weißt du? Achso, das Terrain da außen drum, das kann man natürlich machen. Aber Stand jetzt, ja. Also wenn ich das hier nachts sehe, da geht mir mein Herz auf. Gut, du hältst ja auch einen großen Anteil an der Firma. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar dann irgendwo, ne? Ja. Nachvollziehbar, verstehe ich. Klar. Auch. Nachvollziehbar verstehen wir, gut. Basti, verrätst du mir, was dein Lieblingsrestaurant in Berlin ist? Darf ich antworten, Basti? Nein, ich weiß es ja, Basti. Es ist Bellucci Bar, ne? Klar. Bellucci und Borschardt. Und Grill Royal. Basti liebt Grill Royal. Holy shit. Okay. Der Mann liebt Grill Royal so sehr. Sehr geil, Basti. Nee, könnte ich dir ehrlich gesagt spezifisch gar nicht sagen. Also, bist du jemand, der viel kocht? Nee, auch nicht so. Nicht wirklich, ne. Aber so ein kleiner Bestellberger schon zwischendrin, ne? Nee. Ich glaube, ich habe letztes Jahr nicht einmal Essen bestellt. Oh. Was? Das glaube ich dir nicht. Ich schwöre, das glaube ich dir nicht. Doch, das ist wirklich so. Du willst mir sagen, du hast in einem ganzen Jahr nicht einmal bestellt? Ja. Ich glaube, ich habe auch letztes Jahr nicht einmal eine Serie oder so geguckt. Was?
Digga, Basti, ich schwöre es dir, du bist für mich der größte Mythos. Ich habe das Gefühl, ich weiß mehr von One Piece, wie es endet, als von dir. Digga, und das, da stelle ich mir auch so viele Rätsel. Okay, Basti, ich weiß. Ich habe das Gefühl, Suits könnte dir richtig gefallen. Ja, Suits habe ich damals geguckt, als es neu war. Echt? Ja, okay. Weil ich habe das Gefühl, dann... du gibst mir so nicht Harvey Specter-Vibes, weil da bist du nicht so dieser Motherfucker-Vibe, sondern du bist so Mike Ross. Soll ich dir sagen, warum ich habe Suits damals aufgehört, ich habe das damals im Stream erzählt, ich wurde gespoilert und deswegen habe ich dann aufgehört in der dritten Staffel. Okay. Oh nein. Was? Wie bist du da nicht reingefallen? Digga, der hat's gedodged einfach. Weil ich nicht so dumm bin wie du. Ey, mach die Türen wieder hin, da so Eli rein. Digga, wie gottlos, warst du das? Das war bestimmt Basti, oder? Basti, GRG. Basti. Ey, du musst die Türen da wieder hinmachen, Bro. Hey, Basti, das sieht hier bei dir so geil aus. Oh mein Gott, Digga, wie tryhard. Wie krass. Ey, jetzt mal kurz, check dir, wie hübsch die Stadt mittlerweile aussieht. Ja. Auch mit dem Schiff und so und Bastis Ding hier und so. Ernsthaft geil. Digga, weißt du, was jetzt noch kommt? Dann hauen wir hier geilen Marktplatz hin. Da vorne macht ihr das Hokage-Haus und die Arena. Ja, genau. Das ist wichtig. Das kommt mega cool, Roat, wenn das Hokage-Haus hier ist. Ich dachte, er hat ein Buch dabei. Doch, das kommt so drauf. Roat, würde für dich auch morgen passen, wenn wir um 20 Uhr anfangen? Ja, ich bin hobbylos, Basti. Ich bin nur sicher, denn er ist morgen ab 20 Uhr bis 22 Uhr. Was macht ihr denn? Wir machen morgen so ein... Challenge drin. So ein Battle. Warte, wie hieß es noch? Warte, lass mich überlegen. Ja? Mods Competition. Ja, Force Mob. Force Mob, genau. Also du kannst auch machen, Willi, aber das ist ein bisschen... Ich bin in Berlin, Dicker. Ich komm doch zu dir, Bruder. Wir können du als Streamer. Berlin, Dickerchen? Weißt du, Dicker, ich komm mit einem Platz, Willi. Nee, Dicker, ich komm mit einer Haki. Kann man bei dir einfach streamen, Basti? Und dann, weißt du... Wenn ich nächstes Mal in Berlin bin... Aber wenn ich jetzt nächstes Mal in Berlin bin, könnte ich jetzt sagen, hey, Basti, ich bräuchte einen Platz. Ging das? Ich glaube, da bin ich nicht. Also dann bin ich nicht da. Du weißt ja gar nicht, wann ich in Berlin bin jetzt. Also ja, da bin ich nicht da. Nee, kannst du noch gar nicht genau absagen, weil du weißt ja gar nicht, wann ich komme quasi. Ja, ne, das ja halt kommt drauf an, Revi. Je nachdem, was du mir dann halt vielleicht vorher für ein Bild schickst, was du dann vielleicht so für Geschenke dabei hast oder so, muss man dann nochmal gucken. Also es geht nur um Finanzielles bei unserer... Okay. Ey, Willi! Ich muss jetzt los, Jungs. Ich habe jetzt den nächsten Termin. Was hast du für einen Termin? Minecraft-Termin? Ich spiel jetzt mit Kevin. Also mit Kevin spiel ich so ein Kochspiel. Oh Gott. Digga, dieses Koch-Game, Bro. Ich habe noch nie so ein Scuff-Game gesehen. Also wirklich, ich habe gestern geil eingeschaltet. Ich habe ohne Ton geguckt, weil ich nebenbei was gemacht habe. Bro, es sah so scuffed aus, Alter. Glaub mir mal. Ich glaube, wenn du das mal mit Eli oder so zockst, das könnte richtig bocken. Ich glaube, das ist richtig Chaos.